Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr bei meiner Food Lounge wieder mit dabei seid. Ich habe für euch heute den absoluten Klassiker und zwar machen wir heute zusammen den weltallerbesten Käsekuchen. Viel Spaß! Ja, dafür brauchen wir 125 Gramm weiche Butter, 80 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, dann brauchen wir noch 275 Gramm Mehl, ein ganzes Ei. Und ich habe hier jetzt so ein Zitronenaroma. Nehmt ihr bitte den Saft einer halben Bio-Zitrone. Ja, dann legen wir mit dem Mürbeteig auch gleich mal los. Und zwar das Mehl auf eine saubere Arbeitsfläche geben, eine Mulde hineindrücken und da kommt das Ei hinein. Der Zucker kommt außenrum und der Vanillezucker. Dann gebe ich hier jetzt mein Zitronenaroma dazu. Ihr gebt hier jetzt den Saft mit hinein. Und dann geht es auch schon weiter mit der Butter. Die sollte nicht ganz zu weich sein, aber auch nicht zu kalt. Also so ein Mittelding. Und die schneiden wir etwas kleiner und legen sie außenrum auf unser Türmchen. Ja, und das Ganze wird jetzt verknetet. Ich mache es wie immer mit meinen zwei Teigschabern zuerst. Teigplatten. Teigkarten. Und dann geht es mit den Händen weiter. Ihr könnt das Ganze auch mit einer Küchenmaschine machen, aber ich knete eigentlich irgendwie immer meinen Mürbeteig mit der Hand. Weiß nicht warum, ist eigentlich total anstrengend, aber ja, es muss nicht immer eine Maschine sein. Ja, wenn der Teig dann durchgeknetet ist, soll er so ausschauen und den gebt ihr jetzt in eine Frischhaltefolie oder in einen Gefrierbeutel und stellt ihn eine halbe Stunde in den Kühlschrank oder besser gesagt legt ihn. Dann habe ich hier meine Springform, die hat einen Durchmesser von 26 cm. Die habe ich mit Backpapier ausgelegt und die stelle ich mal zur Seite. Dann hole ich hier meinen Teig wieder, den muss ich jetzt meiner Springform anpassen. Und das machen wir ganz einfach, indem man ausrollen. Und zwar rollt ihn so groß rund aus, dass er den Boden bedeckt und auch gleichzeitig den Rand. Wichtig beim Ausrollen ist, dass ihr wirklich immer wieder Mehl nachgibt, damit der Teig an der Arbeitsplatte nicht kleben bleibt. Ja, dann vorsichtig nehmen, auch wenn er hier jetzt ein bisschen reißt, war bei mir der Fall, weil ich nicht so lange gewartet habe, bis er wieder kalt war. Bin da etwas ungeduldig, aber das macht nichts. Den geben wir jetzt einfach da drüber und passen ihn dann der Form an. Das geht eigentlich ganz einfach. Man kann ihn richtig schön hindrücken. Wer mag, kann den Rand oben dann sauber abschneiden. Aber ich habe das immer sehr gerne, wenn das dann oben so uneben ausschaut. Das seht ihr dann, wenn der Kuchen fertig ist, denn es ist da so richtig toll geworden. Also einfach die Lücken mit Teig ausmodellieren, einfach irgendwo abzupfen, wo es zu viel ist. Und dann habe ich hier wieder mein schönes Teig, meinen schönen kleinen Teigroller. Da kann man wunderbar den Rand anpassen und auch den Boden. Und auch wenn das Ganze recht uneben ausschaut, das macht nichts, beim Backen wird es schon schön eben. Den stellen wir jetzt kurz zur Seite. Weiter geht's mit der Füllung. Hier habe ich jetzt 5 Eiweiße. Die schlage ich so auf, dass das Ganze so richtig schön schäumt und sich verdoppelt. Also noch nicht ganz steif. Da kommt dann noch ein Päckchen Vanillezucker dazu und dann wird es steif geschlagen. Und so sieht das Ganze dann aus. Also es klebt richtig schön fest. Es war mega steif. Das kommt kurz zur Seite. Hier habe ich jetzt den Quark in einer Schüssel. Übrigens, die genauen Mengenangabe findet ihr unten in der Infobox oder auf meiner Website. Da kommt dann der Zucker mit hinein, ein Päckchen Puddingpulver, Vanille und das verrühren wir. Und zwar so lange, bis alles schön miteinander verbunden ist. Und dann kommen noch die 5 Eigelbe dazu. Einfach einzeln dazugeben und mit einrühren. Ich habe jetzt hier wieder mein Zitronenaroma. Ihr nehmt bitte den Saft einer halben Bio-Zitrone. Der kommt da einfach mit hinein. Und dann habe ich noch ein bisschen Sahne. Einfach mit hineingeben. Das sorgt dafür, dass das Ganze ein bisschen cremiger wird. Und dann noch etwas Öl. Und zwar hatte ich hier Sonnenblumenöl. Einfach mit hineingeben und verrühren. Ja, dann ist meine Füllung auch fast fertig. Ich bin noch mal kurz mit dem Teigschaber durch, denn es war am Rand noch ein bisschen was gehängt. Einfach verrühren und dann brauche ich meinen
Eisschnee. Und der kommt da jetzt mit hinein. Erschreckt nicht, das ist ziemlich viel. Aber es funktioniert. Also meine Schüssel hat gerade so gelangt und das war schon eine große Schüssel. Aber wenn ihr dann den Eischnee eingearbeitet habt, wird das Ganze wieder etwas niedriger. Also einfach den Eischnee hineingeben und vorsichtig unterheben. Ja, und so sah das Ganze dann aus. Also man sieht schon, er ist ein bisschen zusammengefallen. Jetzt habe ich hier wieder meinen Boden und da gebe ich jetzt einfach die Käsefüllung hinein oder die Quarkfüllung. Also ihr seht schon, das ist wirklich viel und das wird auch wirklich ein hoher Käsekuchen. Also nicht so ein kleiner, wie man ihn kennt. Das ist ein richtig schöner 8 cm hoher Käsekuchen und ich mag das. Also der ist wirklich total cremig und einfach nur lecker. Ja, das müssen wir dann ebenfalls noch schön gleichmäßig verstreichen. Und hier seht ihr schon den Rand. Der ist ziemlich uneben und ihr seht es jetzt dann zum Schluss. Der schaut wirklich toll aus. Ja, wenn der dann schön verteilt, also wenn die Creme schön verteilt ist, darf er bei 175 Grad Ober- und Unterhitze für 50 Minuten in den Backofen. Und was ich noch mache, ich lege immer ein Blech drunter mit Wasser, denn der Wasserdampf sorgt dafür, also nicht immer muss ich sagen, aber meistens, dass er nicht extrem reißt. Und so sah er dann nach dem Backen aus. Den müsst ihr jetzt komplett in dieser Form auskühlen lassen. Und erschreckt doch nicht beim Backen. Nach dem Backen ist er ziemlich hoch, also der flüchtet regelrecht aus der Form. Aber sobald ihr ihn dann rausnimmt, sackt das Ganze zusammen und dann sieht er so aus. Und für mich ist dieses Rezept einfach der beste Käsekuchen, den es gibt. Und Käsekuchen ist sowieso ein Kuchen, der geht zu jeder Jahreszeit, der geht zu jedem Fest, der geht immer. Also da kann man immer ein Stück davon essen. Und für mich der Klassiker überhaupt. Ja, das war's dann auch von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns ganz bald wieder. Dann wünsche ich euch noch einen tollen Tag. Passt bitte auf euch auf und bis demnächst. Tschüss.